Rechts oder links? Dass Menschen Dinge vorzugsweise mit einer bestimmten Hand erledigen, ist bekannt. Doch wer hätte gedacht, dass dasselbe für Katzen gilt? Ob deine Katze rechts- oder linksfütig ist, kannst du ganz einfach herausfinden. Wir verraten dir in diesem Video, wie das funktioniert. Katzenpsychologen haben beobachtet, dass Katzen bei anspruchsvollen Aufgaben fast immer zur Benutzung einer bestimmten Pfote tendieren, nämlich der rechten oder linken. Doch sie wollten es genauer wissen und untersuchten ihre Beobachtung in einem Experiment. 20 Katzen und 21 Katern setzten sie ein Glas mit einem Stück Thunfisch vor die Nase. Schon bald begannen die Tiere, nach dem Fisch zu angeln. Das Ergebnis? 20 von 21 Katern taten dies immer mit der linken Pfote, während alle Katzen die rechte Pfote benutzten. Katzen scheinen also eher Rechtshänderin zu sein, während die männlichen Artgenossen Linkshänder sind. Geht es um einfache Aufgaben, dann scheinen Katzen und Kater beide Pfoten gleichermaßen zu benutzen. Als die Psychologen die Tiere mit einem Katzenspiel spielen ließen, konnten sie keine besondere Pfotenbevorzugung erkennen. Weil Katzen intelligente Wesen sind, gibt es vermutlich zahlreiche Ausnahmen von dieser Grundregel. Falls du neugierig geworden bist, ob deine Katze wohl rechts- oder linksfütig ist, dann kannst du das ganz einfach zu Hause testen. Alles, was du benötigst, ist ein leeres Glas und ein paar Leckerli. Fülle ein Leckerli in das Glas und stelle es zu deiner Katze auf den Boden. Vermutlich wird sie jetzt versuchen, sich das Leckerli zu angeln und dabei eine bestimmte Pfote bevorzugen. Um ein sicheres Ergebnis zu erhalten, solltest du das Experiment mehrmals hintereinander durchführen. Schreibe uns gerne in die Kommentare, welche Pfote deine Katze bevorzugt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.